Volvo, das war bisher zwar edel, aber doch eher praktisch und solide. Jetzt wollen die Schweden mit Hilfe von chinesischem Geld, einem Ex-VW-Manager und Technik von Ford einen neuen Kurs in der Kompaktklasse einschlagen. Der V40 zielt direkt auf die Konkurrenz aus Deutschland ab. Und zwar auf die Edelvertreter von Audi, Mercedes und BMW. Bei unserer ersten Probefahrt hat der Volvo einen 1,6 Liter Vierzylinder unter der Haube. Der leistet 180 PS und schafft 225 Spitze. Schon nach 8,5 Sekunden hat er die 100er-Marke erreicht. Laut EU-Mix schafft er 6,2 Liter auf 100 Kilometer. Auf der Straße wird es wohl über 7 Liter gehen. Worauf man sich bei Volvo immer verlassen kann: edles Ambiente. Die Schweden haben sich viel Mühe im Detail gegeben und schaffen es, besser auszusehen als zum Beispiel der 1er von BMW. Volvo meint es also ernst. Sie haben sich an das Niveau von Mercedes, Audi und BMW herangearbeitet. Bei Preis ist der V40 auf jeden Fall schon einmal günstiger. Bei knapp 27.000 Euro geht es los mit dem 1,6 Liter.